Hallo, liebe deutschsprachige Teefreunde aus ganzer Welt und vor allem aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Österreich, aus den Niederlanden, Dänemark und natürlich meiner Heimat, dem Elsass, wo ich 2 Wochen im Urlaub war über Weihnachten und Neujahr. Und das ist heute der Thema, das Thema meines Kurses. Ich bin Stefan Erler, ich bin der Gründer des T-Masters Blogs und auch der T-Masters.com Teeboutique. Dort finden Sie alle Tees, die ich in Taiwan selektiere und zum Verkauf anbiete. Und ich mache heute weiter mit dem Thema Gut leben mit gutem Tee. Ja. Gut und gesund leben natürlich. Wir haben dieses Thema schon 4 Monate unterwegs und zu diesem 5. Kurs kann ich jetzt meine Erfahrung von dem Stresstest geben. Ja, ich habe in den letzten 4 Monaten, also in diesem Kurs, euch gesagt, dass man mit Tee gesünder leben kann. Es ist eine Art Diät, aber eine Diät, die Freude macht, weil man guten Tee trinkt und diese Freude, das hilft, dass man weiter diese Diät mitmacht. Ja. Man verändert ein bisschen seine Essens- und vor allem seine Trinkgewohnheiten und das hilft einem, gesünder zu werden. Wenn ihr mehr Details haben möchtet, dann guckt ihr euch die vorigen Kurse an über die Theorie. Heute werde ich viel mehr von Praxis sprechen, denn ich konnte diese Theorie wirklich im Stresstest testen während meiner Zeit in Frankreich über Weihnachten und Neujahr, denn natürlich während dieser Zeit, das ist die Zeit im Jahr, wo man am meisten, wo man am reichsten isst und trinkt, wo man sehr oft zu viel Gutes zu sich nimmt, denn es ist eine Feier und es ist wirklich nicht einfach, an diesen Feiertagen weniger zu essen, denn was man auf dem Teller bekommt, ist so lecker, das kriegt man nicht jeden Tag, das kriegt man fast nur, wirklich nur einmal im Jahr und da ist es wirklich noch schwerer, Nein zu sagen. Aber mit Tee, wollen wir mal sehen, wie es gegangen ist, was hat mir Tee gebracht und wie kam ich zurück nach Taiwan nach diesen 2 Wochen, wo ich viel gegessen habe? Denn für mich war es noch spektakulärer. Ich war 20 Jahre nicht über Weihnachten in Europa. Also das war wirklich, ich habe mich sehr gefreut darüber, aber in der Tat, 20 Jahre hatte ich nicht die Gelegenheit, diese Weihnachtskost aus dem Elsass zu essen. Natürlich versuche ich es ein bisschen in Taiwan so ein bisschen ähnlich zu gestalten, aber doch viele Zutaten findet man nicht so einfach. Und in diesem Jahr, über Weihnachten, habe ich wirklich nachgeholt, was ich in den letzten 20 Jahren versäumt hatte. Also, zuerst, ich hatte euch erzählt, was wichtig ist, ist, wie man Tee zu Tisch macht. Also habe ich eine Ecke am Tisch gefunden. Zum Glück haben wir einen großen Tisch in der Familie. Und anfangs hatte ich meine Tees in der Küche gemacht, aber dann nach einer Weile habe ich herausgefunden, nein, eigentlich haben wir genug Platz am Tisch und habe sogar mein Wasser neben dem Tisch kochen lassen. Und das hat mir geholfen, Tee einfacher zu machen. Ich musste nicht so weit gehen, um meinen Tee zu machen. Also war es auch viel praktischer und das hat auch dazu beigeführt und beigetragen, dass es
dass ich mehr Tee machen konnte. Und ich habe wirklich, ich glaube, fast jeden Tag morgens, also zum Frühstück, zum Mittagessen und und abends auch Tee gemacht. Und jetzt möchte ich mehr im Detail gehen, welche Tees ich mit welcher Mahlzeit gemacht habe und wie sie die Kombination ich gut oder nicht so gut rauskam. Also, bevor ich weitermache, werde ich einen Tee machen, den ich oft gemacht habe in Europa. Das ist mein roter Tee aus der Ostküste aus Taiwan. Das ist ein Tee, das ich fast jeden Morgen gemacht habe. Ja. Oder nachmittags, als wir Weihnachtsgebäck, Stollen oder Bredle gegessen haben. Das ist also wirklich ein Tee, den ich sehr, sehr oft gemacht habe. Den findet ihr sogar zurzeit mit einer 10%iger Ermäßigung auf meiner Boutique. Also ein sehr preisgünstiger Tee für einen sehr hohen, für einen Tee, das sehr hohe Qualität ist. Denn es kommt also aus der Ostküste, hat keine Pestiziden, damit es auch von Insekten befallen sein kann, ein bisschen wie Oriental Beauty. Und das gibt ihm Honigdüfte, die mit Gebäck sehr, sehr gut passen. Lassen es ein bisschen einziehen. Ja, und was ich benutzt habe, war ein großer Gaiwan, auch aus meiner Selektion. Das ist so groß, dass man für mehrere Leute schnell Tee machen kann. Es geht auch schneller raus mit einem Gaiwan. Oder manchmal habe ich sogar eine große Teekanne. Meine Mutter hat welche von Meißen benutzt, vor allem als wir viele Leute waren oder morgens, wenn auch meine Eltern auch mit mir Tee tranken, dann macht es Sinn, eine große Teekanne zu benutzen. Ansonsten, wenn nur zwei, drei Leute Tee tranken zu Tisch, habe ich eher meinen großen Gaiwan benutzt. Tada. Und also ja, morgens hatten wir ist unser Frühstück eher süß, deshalb macht roter Tee mehr Sinn. Also so Brot mit Marmelade und Butter. Für alles Süße empfehle ich wirklich roten Tee und dieser Tee, weil es keinen Zucker braucht, hilft, dass man weniger Zucker zu sich nimmt, wenn man etwas Süßes dabei isst. Also in dieser Hinsicht hilft es und es bringt noch mehr Aromen heraus. Und diese Aromen, die kombinieren sich oft sehr, sehr gut mit den Plätzchen, die manchmal mit Honig gebacken werden. Ja, sehr, sehr fruchtig und süß. Also dieser Tee ist sehr, sehr, hat sehr, sehr gut mitgewirkt zum Frühstück oder nachmittags mit Gebäck. Was haben wir noch benutzt? Und gegessen. Zu Weihnachtsabend hatten wir roher Lachs und auch geräucherter Lachs. Den gesalzener Lachs, Gravlachs, war hausgemacht, hat sehr, sehr natürlich geschmeckt, aber der
geräucherter Lachs, der hat mit meinem Gushu Pur aus dem Jahre 2017 sehr, sehr gut kombiniert. Die geräucherten Aromen kamen noch besser raus mit dem Pur. Und dieser Pur hatte auch zwei andere guten Einfluss auf mich. Eins war ich sehr müde, wir waren an diesem Tag erst angekommen, und am Weihnachtsabend wird man etwas müde, wenn es spät wird, und vor allem wenn man viel isst und auch ein bisschen trinkt. Wir haben auch da eine Flasche Champagner aufgemacht, und ich hätte schnell sehr müde sein können, aber dank des Purs hat mich der Tee aufgeweckt, und es ging sehr, sehr gut mit dem geräucherten Lachs, und hatte dann später auch keine Magenprobleme. Ich erinnere mich, vor langer, langer Zeit, als wir einmal bei meinen Eltern zu Weihnachten auch Foie Gras, also Gänseleber, hatten. Bei einem Weihnachten hatte ich wirklich Magenprobleme, denn natürlich hatte ich ein bisschen zu viel vom Gänseleber gegessen. Und an diesem Weihnachten hat meine Schwester sogar nach dem Essen während der Nacht kotzen müssen, denn sie hat nicht diese reiche Kost gut vertragen. Aber sie hatte auch keinen Tee getrunken, sie hatte nur Alkohol zu sich genommen. Vielleicht war das ihr Fehler. Ich kann sagen, dass dieser erste Essen sehr, sehr gut verdaut wurde. Und am nächsten Tag hatten wir Rehfilet mit Spätzle, und das habe ich mit einem Bui Yen Cha, also einen gerösteten Oolong aus Hui, aus Fujian, und das war sehr, sehr fein, ausgezeichnet. Einen Schwächen, das 20 Jahre alt ist. Das findet ihr nicht in meiner Boutique, aber ihr könnt mich anschreiben. Dieser Tee natürlich ist sehr, sehr teuer, denn es gibt sehr, sehr wenig davon. Aber ich habe noch ein bisschen. Wenn ihr Lust habt, dies zu probieren, schreibt mir direkt. Aber am nächsten Tag hatten wir eine andere große Feier mit Familie, und nochmals Reh, aber diesmal ein Reh-Ragout, also nicht so fein, mehr mit einer Rotweinsoße und nochmal Spätzle und noch natürlich Lachs und dieser Gänseleber. Aber zu diesem Anlass habe ich eine große Kanne voll mit Konkubinen Oolong gebraut, und das war wirklich wunderbar. Alle haben davon bekommen. Ja, wir waren 15 am Tisch, und alle fanden, dass dieser Konkubinen Oolong mit dem Reh-Ragout sehr, sehr gut zusammenpasste. Es war auch stark genug. Ich hatte wirklich viel Tee reingetan in der Teekanne. Vielleicht ein bisschen zu viel, hätte auch ein bisschen weniger sein können. Das ist ein bisschen nicht ein Problem. Also man muss sich ein bisschen anpassen. Es funktioniert vielleicht nicht beim ersten Mal, wenn man von einer kleinen Tasse oder einer kleinen Kanne zu einer großen Kanne übergeht. Im Prinzip soll man, wenn man Tee für eine Mahlzeit macht, den Tee doch etwas stärker machen. Nur war ich da ein bisschen zu Last, habe ich doch ein bisschen zu viel Tee genommen. Zum Glück war das ein Tee, das nicht schlecht wird, wenn es zu stark wird. Man muss nur sehen, dass man genügend Tassen hat, um den Tee wirklich
aus der Kanne voll auszugießen. Was hatten wir denn sonst, was gut zusammenging? Natürlich in Frankreich habe ich mich nach Käse gesehnt und wir haben zweimal Raclette gemacht und zu diesem Anlass habe ich zwei verschiedene Tees gemacht für härtere und ältere Käse, eher den Gushu Pur, also einen jungen rohen Pur, hilft eins bei der Verdauung, aber es hilft auch die Aromen des Käses zum Vorschein zu bringen. Und für frischere Käse wie Chèvre, da habe ich eher an meinen Xiaguan 2001 gekochten Pur genommen. Der ist zwar dunkler im Anschein, aber leichter im Geschmack. Und das war auch sehr, sehr schön, dieser Zusammenhang zwischen dem leichten Schafskäse und dem Pur. Das hat wirklich gut zusammengepasst. Und dank dieser Purs habe ich auch weniger Wein getrunken. Der Wein natürlich in Frankreich ist sehr, sehr ausgezeichnet. Ich habe auch sehr viel Spaß mit Wein aus Elsass, dem Elsass gehabt, mit Champagner, mit Bordeaux. Aber es kann auch manchmal zu viel des Guten sein und ich wollte nicht betrunken werden und dann schnell müde sein. Dank des Tees konnte ich immer bei guter Laune bleiben und ich war nie betrunken, bin nie eingeschlafen, habe auch nichts Unerträgliches gesagt. Ich konnte sehen, dass die Verwandten, die ein bisschen zu viel getrunken haben, die waren ein bisschen manchmal zu animiert, manchmal vielleicht ein bisschen lästig mit was sie sagten, aber ich denke, da ich mehr Tee getrunken habe, war ich doch in einer mehr harmonischen Mut als sie. Was hatten wir denn sonst? Ja, also auch der mein Teguanin, mein gerösteten Teguanin hat mehrmals mit Fleisch sehr, sehr gut zusammengepasst, mit Schweinfleisch in Europa. Ich habe auch für meine Eltern Chinesisch gekocht, die waren auch sehr froh darüber. Und zu diesem Anlass natürlich war es einfacher, gerösteten Oolong oder Teguanin zu nehmen. Das kenne ich natürlich besser, aber was interessant war, war zu sehen, dass es auch möglich ist, meine Tees aus Taiwan oder aus China mit der Kost aus für die Weihnachtszeit zu kombinieren. Das hat wirklich sehr, sehr gut gepasst und ich bin sehr, sehr froh, als ich zurückkam nach Taiwan, habe ich mich gewogen und habe vielleicht ein paar 500 Gramm hinzugelegt. Also wirklich ein Rundungsfehler. Kaum zugelegt, obwohl ich während dieser 2 Wochen wirklich gut viel gegessen habe, aber auch zu jeder Mahlzeit Tee getrunken. Und das hat also Spaß gemacht, es hat Freude gebracht, diese Suche nach der richtigen Kombination. Ich war auch nach der Suche nach einer guten Kombination mit Wein und manchmal konnte ich sehen, oh, bei einigen
Mahlzeiten war der Wein ein bisschen besser und manchmal und sehr oft war der Tee besser geeignet, dank meiner Auswahl. Also, ich hoffe, dass ich diese kleine Erfahrungsgeschichte euch gefallen hat und ich bin noch mehr jetzt motiviert, mit diesem Kurs weiterzugehen, denn ich konnte wirklich mit eigenen Augen sehen, dass in der schwierigsten Lage wirklich Tee dazu beigetragen hat, dass ich Freude hatte. Ich habe es war kein Versäumnis, nicht Wein zu trinken, sondern es war etwas Zusätzliches, eine zusätzliche Freude, Tee zu trinken. Und ich hatte keine Magenprobleme, habe gut geschlafen und habe kaum Gewicht hinzugenommen. Und ich fühle mich in Topform. Also trinkt Tee, isst gut und natürlich. Natürlich versucht nicht zu viel zu trinken, aber wenn es gut ist, manchmal muss man auch wissen, diese gute Zeiten zu genießen. Genießt das Leben und wir sehen uns nächste Woche wieder für eine andere Lektion. Danke!